Heute geht es um das Edelmetall Silber. Silber ist 20 mal häufiger als Gold und 700 mal seltener als Kupfer. Bereits 5000 vor Christus wurde Silber von den Ägyptern, Römern und Germanen verarbeitet und als Zahlungsmittel verwendet. Dabei gilt Silber nicht nur im weltlichen Sinne als edel, sondern auch im chemischen Sinne. Im Periodensystem steht Silber in der Kupfergruppe, zu der auch Kupfer und Gold gehören. Das chemische Elementsymbol Ag besitzt es aufgrund seines lateinischen Namens Argentum. Alle drei Metalle, Kupfer, Silber und Gold, sind ausgezeichnete elektrische Leiter. Silber ist dabei der beste elektrische und auch der beste Wärmeleiter. Gewonnen wird das Silber aus verschiedenen Erzen. Da es im chemischen Sinne als edel gilt, kommt es, im Gegensatz zu unedlen Metallen wie Aluminium und Eisen, auch in Reinform in der Natur vor. Es gibt ein Erz, das aus reinem Silber besteht und nennt sich gediegen Silber. Silber besitzt eine entscheidende Schwachstelle. Es reagiert unglaublich gerne mit Sulfiden. Auf Silberbesteck ist es ungewollt gut zu beobachten. Nach einiger Zeit wechselt der silberne Glanz des Bestecks zu einem schwarzen Teint. Diese schwarze Schicht ist der Rost des Silbers, chemisch genannt Silbersulfid. Silbersulfid bildet sich auch in der Natur und wird mit einem Silbergehalt von 87% als wichtigstes sulfidisches Silbererz gefördert. Wir werden heute einen schönen Prozess durchführen, um verunreinigtes Silbererz zu reinem Silber zu verarbeiten. Zusätzlich interessiert mich die Frage, wie viel Silber man aus Silbererz erwarten kann, wenn man beispielsweise selbst im Erzgebirge spazieren geht und silberhaltiges Gestein findet. Dazu habe ich eine Mischung aus gediegen Silber und dem wichtigsten sulfidischen Silbererz, Akanthit, organisieren können. Dieses Erz wurde von engagierten Mineralsammlern gefunden und über deren kleinen Onlineshop Micro Masterpieces an mich weitergegeben. In diesem Onlineshop gibt es die verschiedensten Minerale, darunter eben silberhaltige so wie bei mir und sehr bekannte Vertreter wie den Rubin, Saphir und den Smaragd. Auch interessant sind radioaktive und leuchtende, also fluoreszierende Minerale. Eine sehr gelungene Kategorie ist die Beautiful and Inexpensive Rubrik. In dieser Kategorie befinden sich, wie der Name schon sagt, sehr schöne und gleichzeitig preiswerte Halbedelsteine. Kurz gesagt gibt es hier alles, das das Herz eines Steinesammlers höher schlagen lässt. Das Erz wiegt 29,55 Gramm und besteht neben schwarzem Akanthit und hellgrauem Silber auch aus etwas Weißlichem. Wahrscheinlich ist das helle Quarz, also Siliziumdioxid oder Bariumsulfat. Mein Plan ist es, alles Silberhaltige im ersten Schritt in Säure aufzulösen. Das Quarz bzw. das, was nicht silberhaltig ist, wird sich in Säure nicht auflösen. Da Silber sehr edel ist, braucht es dazu eine oxidierende Säure und ich benutze dafür Salpetersäure. Zur Berechnung der ungefähr benötigten Menge an Salpetersäure gehe ich vom Worst-Case-Szenario aus. Der Worst-Case sähe so aus, dass das komplette Erz aus Silber besteht. Worst-Case bezieht sich hier nur auf die verbrauchte Menge an Salpetersäure. Natürlich gilt, je mehr Silber, desto besser. Die Reaktionsgleichung für das Auflösen von Silber in Salpetersäure sieht so aus. 3 Silber und 4 Salpetersäure reagieren zu Silbernitrat, Wasser und NO-Gas. Nach meinen Berechnungen brauche ich demnach 28,46 ml 60%ige Salpetersäure. Während der Reaktion entsteht braunes Gas, das ist Stickstoffdioxid. Stickstoffdioxid ist extrem giftig und stellt daher, ohne einen Abzug, eine immense Gefahr dar. Ich habe schon öfters Versuche mit Silber gemacht und es ist jedes Mal das gleiche Problem. Die erwartete Menge an Salpetersäure reicht nie aus. Für diesen Anlauf habe ich insgesamt 46 ml der Säure benötigt und musste mit Erhitzen nachhelfen. Dabei waren meine anfänglichen Berechnungen schon sehr großzügig. Nach einer weiteren Runde Recherche fand ich eine zweite Reaktionsgleichung, die besagt, dass auf ein Silber 2 Teile Salpetersäure kommen müssen. Diese Reaktionsgleichung stellt nun einen neuen Worst Case dar und könnte eine mögliche Erklärung für den außergewöhnlich hohen Überschuss an benötigter Säure sein. Nach einigen Stunden war die Reaktion fertig und es blieben verschiedene pulverförmige Feststoffe zurück. Um den Bodensatz abzufiltrieren, war es sinnvoll, die Lösung zu verdünnen. Auch das Filtrat besteht immer noch zu einem erheblichen Teil aus Säure, sodass ich auch hier vorsichtig sein muss. Die Feststoffe, die überbleiben, sind nun die nicht löslichen Bestandteile, die am Silbererz hafteten. Und zusätzlich dazu hat sich auch noch Schwefel gebildet. Während der Reaktion zwischen Salpetersäure und Akanthit entstehen Silbernitrat, das braune Gas Stickstoffdioxid, Wasser und eben Schwefel. Der Schwefel ist relativ reaktionsträge und fällt als Bodensatz aus. Nach mehrmaligem Waschen und weiterem Verdünnen bleibt nun die wertvolle, rosa schimmernde Silberlösung zurück.
Da Silberionen so edel sind und eigentlich kein Bestreben danach haben, so zu sein, wie sie jetzt sind, kann man anhand der sogenannten Redoxreihe ablesen, mit welchen Metallen Silberionen zu elementarem, metallischem, wertvollen Silber reduziert werden können. Das nächstgelegene Metall ist Kupfer. Wenn die Silberionen mit elementarem Kupfer in Berührung kommen, bilden sich wunderschöne Kristalle. Im Gegensatz dazu löst sich der Kupferdraht auf und ersetzt die Silberionen in der Flüssigkeit. Das Ganze ist ein elektrochemischer Prozess. Dabei überträgt ein Kupfer jeweils ein Elektron auf zwei Silberionen, sodass sich elementares Silber bildet. Das Kupfer selbst wird zu doppelpositiven Kupferionen oxidiert. Diese Ionen färben, je nach Koordination mit Wasser, die Lösung grün und blau. Währenddessen wächst das Silber dendritenartig um den Kupferdraht herum. Um zu kontrollieren, ob die Lösung noch Silberionen enthält, ist es am einfachsten, die Silberkristalle abzuschütteln und dann zu beobachten, ob sich neue Silberkristalle an dem Draht bilden. In meinem Fall ist es so, dass noch Silber aus der Lösung herauszuholen ist. Die Lösung enthält auch immer noch Salpetersäure. Es ist also möglich, dass die Salpetersäure das gewonnene Silber bzw. den Kupferdraht wieder auflöst. Wenn sich kaum mehr Silber an dem Kupfer bildet und sich wieder Stickstoffdioxid bildet, ist es Zeit, das Silber schnellstmöglich von der Flüssigkeit zu trennen. Den ungefähr richtigen Zeitpunkt kann man anhand von Blasenbildung, ergo von Gasentwicklung, in der Lösung beobachten. Die Lösung wird mit einem Trichter und Filterpapier filtriert und immer wieder mit frischem Wasser gewaschen, sodass keine Säurereste im Filter übrig bleiben. Das graugrünliche Pulver ist nun reines Silber und bereit zur Trocknung. Nach 2 Stunden bei über 100 Grad Celsius im Ofen ist das Silberpulver trocken. Die Ausbeute liegt nun bei 12,97 Gramm Silber. Damit das Silber auch aussieht wie Silber, besteht der Plan darin, es einzuschmelzen und einen Barren zu gießen. Der Schmelzpunkt von Silber liegt bei 962 Grad Celsius und das ist keine allzu leichte Aufgabe für meinen kleinen Schmelzofen. Moment der Wahrheit. Seit 2 Stunden ist das Silber in meinem Schmelzofen. Mal gucken, ob der Schmelzofen so weit auf Temperatur gekommen ist, dass die 960 Grad Schmelztemperatur überboten wurde. Und dann werden wir das zusammen in diese Barrenform reingießen. Oh ja, das sieht gut aus. Das ist jetzt schlecht. So sieht es von innen aus. Ist anscheinend doch nicht auf Temperatur gekommen. Dann lassen wir es halt so auskühlen. Ein Mittagessen später sollte es jetzt kalt sein. Oh yes. Das kam gut daraus. Ja, jetzt sieht es auch aus wie Silber. Silber glänzend. Und auf der Vorderseite, ich hoffe, es steht scharf, auf der Vorderseite Schlacke drauf. Aber das kriegen wir auch gelöst. Aber worum es hauptsächlich geht, ist, dass vorne, dass es auf einer Seite silbrig glänzend ist. Ich glaube, wir wiegen das mal direkt ab. Das ist jetzt auch ganz gut. So. Ja, 11,61 Gramm. Perfekt. 11,61. Fühlt sich gut an. Wie viel ist es in etwa wert? Mal 60 Cent. 7 Euro. Circa 7 Euro ist es wert. Ein Döner. Ja, ich würde sagen, der Versuch ist gelungen. Und jetzt wissen wir Bescheid. Aus 29,55 Gramm Akanthit und gediegen Silber und so weiter haben wir jetzt erfolgreich diesen Coin hier gewonnen. Mega. Vielen Dank an meine Kanalmitglieder, ohne die solche langen Projekte kaum möglich wären. Der Zeitaufwand für lange Videos ist bei mir wirklich immens. Wer Lust auf weitere Videos wie Chemikalien und Laborbedarf-Unboxings und Behind the Scenes hat, der kann sich sehr gerne mal im Mitgliederbereich umschauen.